Hallo und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, wie man sehen kann, wir zocken mit dem Hinterwäldler. Mit Kettensägen Joe oder keine Ahnung, wie man nennen wollen. Kettensägen Harry oder. Ich frage mich, was das halt immer so für so komische Knallgeräusche jetzt immer sind. Nö. Nicht im Schrank, okay. Vielleicht hier im Schrank. Nö. Da ist er doch. Hier ist ein Geißelhaken, sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall einen Geißelhaken. Bitte schreit einmal. Dankeschön. Also manchmal fragst du dich wirklich, wo die Leute hin sind. Da ist er doch, guck mal. Nein, du kleine Miese. Okay, sie ist nicht in den Schrank rein. Ich hab echt gedacht, die geht in den Schrank rein. Vielleicht hinter so einem Baum, nein. Okay, sie wurde geheilt oder hat sich geheilt. Scheiße, verdammt. Ist ein Dürf, dass wir sie... Oh, jetzt bin ich auf der Seite, scheiße. Ist ein Dürf, dass wir sie nur wieder haben. Das ist nun gar nicht mein Plan, aber ich meine, sie ist ja einfach nur vor uns. Was soll ich denn da jetzt tun, gell? Wenn sie jetzt einmal vor uns ist, also ich meine, soll ich sie jetzt wirklich einfach so gehen lassen, Clay? Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich doof, aber ja. Hier haben sie geschrien, sehr gut. Ich sollte mir vielleicht wirklich mit vielen ab und mal. Kann doch nur sein, dass hier nie irgendwo jemand ist. Ich meine, die schreien hier. Ja, hier, guck mal, hier. Du kleine Blöde, du. Hat die nämlich vielleicht vor uns auch schon gemacht. Die war vor uns nämlich vielleicht auch schon dort hinten die ganze Zeit. Genau, der geht noch zurück, das ist gut. Okay, wo seid ihr, kleinen Miesen? Warte mal, die Palette nehmen wir gleich noch mit raus. Ist halt einfach auch nicht mein... Also ist halt auch einer, den ich halt auch nicht gerne spiele, ne?
Du gehst mal hier in den Schrank und ist keiner drin. Ich werde dann, wenn ich nicht mehr reingucke, dann sitzen sie im Schrank. Scheiße. Der ist auf 0, der ist auf 0. Der ist auf 0. Na, guck, da hinten ist jemand dran. Wie der. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, es ist nicht der nächste Gen durch. Komm, wir müssen uns beeilen. Bitte, 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 bitte. Ich bin halt einfach mit der Kettensäge, bin ich halt einfach nicht geübt, gell? Das ist halt. Das ist halt echt, gell, wenn du die nie spielst. So, das ist halt so wie. Mit jedem Killer. Wenn man die jetzt haben, ist sie tot. Sie ist leider tot. Wo ist der hin? Das gibt's ja gar nicht. Ach, da hinten ist er. Oh Mann, die machen's aber auch mehr. Ja, wir müssen den Geiselhaken ja schaffen. Okay, hier vorne geht's los, nicht, dass wir jetzt falsch rennen. Komm schon. Ich komme mit der Kettensäge nicht klar. Ich komme mit der Kettensäge einfach nicht klar. Aber wir schaffen es auch so irgendwie. Ich meine, klar ist nur doof, dass wir jedes Mal diese Liora da bekommen haben. Unten die, keine Ahnung, wen sie gespielt hatte. Weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist halt echt doof, dass man sie halt. Ja. Aber was soll man machen, gell? Ich meine, ich hab sie ja nicht gezielt, jetzt bin ich ja nicht gezielt hinterhergerannt, also. Das war jetzt nicht so. Ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich tunne sie jetzt gezielt oder so. Ich meine, ist dann halt immer, wenn sie klar am falschen Stelle, am falschen Ort gerade in dem Moment sind, ist es halt doof. Aber wenn man das jedes Mal machen würde. Die Chill habe ich noch nicht einmal gehabt. Ist sie überhaupt da? Die macht vielleicht in der Zeit die ganzen Chance. Kann das sein? Na, da wird keiner sein. Hier ist keiner, da ist keiner. Zwei Chance haben wir noch. Also jetzt Chance insgesamt. Ne, wird ganz schön hier, ne? Was bist du denn Schönes?
Keine Ahnung, was ist das gewesen? Ach, jetzt weiß ich auch, warum die eine mir... Wo ich die eine Folge mit dem Henker gespielt habe, warum die mir das gezeigt hat. Ich habe mich nämlich gewundert gehabt, warum, was die mir da gezeigt hat, aber stand da auch dieses komische Ding. Wer die Folge gesehen hat, müsste es wissen. Sie hat da drauf gezeigt. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß nicht, was das für ein scheiß Ding ist. Ist sie vielleicht in den Schrank rein? Nö. Oh, jetzt haben wir die Chill zum ersten Mal. Ist es? Heißt die Chill? Ja, das ist Chill, ne? Genau, das ist der Chill. Jetzt haben wir das zum ersten Mal. Hier ist nämlich die ganze Runde ja schon inkognito gewesen, ne? Ja, mir doch egal, wenn du die umschmeißt. Sie denkt da unten, ich hab sie nicht gesehen, ne? Das ist cool. Sie denkt da unten, ich hab sie wirklich nicht gesehen. Aber wir haben sie ja gesehen. Dass sie sich da hinten ins Gebüsch gehockt hat. Vielleicht musste sie ja pinkeln oder so. Da wollen wir sie mal kurz nicht stören, aber wir gehen dann gleich wieder hin. Ach, sie war ja auch noch verletzt. Sie war ja auch noch verletzt gewesen, die Gute. Was ist das? Ich hab keine Ahnung, was soll denn das sein? Oh, jetzt wurde sie erstmal geheilt. Sehr gut. Ich meine, sie hängt ja zum ersten Mal, Chill. Ich werde nämlich sagen, ist auf jeden Fall irgendwo jemand in der Nähe gewesen, ne? Weil die haben sich ja hier hinten irgendwo geheilt. Ich meine, er lenkt mich jetzt irgendwie ab. Er lenkt mich jetzt ab. Sehr schön. Den haben wir weg. Ich frage mich aber, ob die hier irgendwo einen Totem haben, weil ich hier jedes Mal keine Blutpfützen nicht sehe. Oh, das ist chill. Ich lasse es in Ruhe. Ich muss ja jetzt hier nicht hinterherrennen und sagen, jetzt ich gehe jetzt hier für einen Tunnel oder so. Ich meine, es wäre ja nicht mal ein direkter Tunnel, gell? Ich habe ja vorher diesen Jake da gejagt, also. Hm.
Warte mal. Ah, ist doch schon wieder die Chill. Ach Mann. Komm schon. Ich gebe ihr bloß eine mit. Ich meine, da sie ist schon erstmal ein bisschen schwerer. Weil sie hat sich ja gerade geheilt. Ich weiß ja nicht, ob ihr Medikit reicht da nochmal für eine Heilung. Wie gesagt, das ist sie, die lassen wir jetzt in Ruhe. Wir holen uns diese andere Person, wenn wir sie kriegen. Also ich gucke jetzt hier einfach, also ich meine, ich bleibe jetzt nicht die ganze Zeit... Ich suche jetzt hier nicht die ganze Zeit wie so ein Blindfisch hier rum. Wenn ich die andere Person nicht finde, wenn die denkt, dass die sich verstecken kann. Oh, sie ist wieder geheilt. Entweder hat sie so ein gutes Medikit mit, oder sie wurde geheilt. Oder sie hat hier wieder eins gefunden, das kann sein, weil da drinnen war ja eins. Und ich meine, selbst wenn jetzt uns zwei entkommen würden, ich meine... Das wäre nur auch nicht so schlimm. Ist halt so, vielleicht, sag ich mal, ein bisschen zur Wiedergutmachung, weil die Liora da unten so früh tot war. Ich habe echt keine Ahnung, was das für ein Kackding sein soll, ne? Ich weiß es nicht. Das hatte ich halt, wie gesagt, in der einen Folge auch. War es mit einem Henker? Ich glaube, das war mit einem Henker, oder? Ich habe echt keine Ahnung. Ich meine, solche Leute, aber wenn die dann die ganze Zeit Versteckspiel machen, habe ich dann auch keine Lust, die überleben zu lassen. Das ist echt so. Also dann töte ich die auch alle. Das Ding geht mir auf die Ketten hier. Ich habe gedacht, hier ist gerade jemand. Ne, wenn die jetzt wirklich Versteckspiel machen die ganze Zeit, ich meine, da habe ich dann auch kein Verständnis dafür. Dann töte ich die halt auch, weil das ist einfach, nee. Ich meine, wenn man merkt, man hat keine Chance, okay, dann gibt man halt auf oder so. Kämpft noch bis zum Schluss. Und wenn man es halt nicht tut, dann ist es ja... Keine Ahnung. Das sind dann halt solche, muss ich halt echt sagen, das sind in meinen Augen dann richtige Vögel, ne? Das sind in meinen Augen dann solche richtigen Vögel, die einfach, ja, die eigentlich schon wissen, dass sie so gut wie verloren haben und dann sich auch nicht eingestehen wollen und dann halt einen Killer noch abfacken müssen. Das ist dann halt... Oh, da hinten war jetzt einer, die haben wir gesehen. Die gucken wir jetzt, dass wir die jetzt kriegen. Egal was ist, und die töten wir dann. Scheißegal, ich meine, ich habe keinen Bock, hier einen Monat Versteckspiel zu machen. Wenn die letzte jetzt entkommt, ist es halt so. Wenn sie halt beim Sterben ums Leben kommt, ist es halt auch so. Nein, Opfergabe gab es keine. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und ja, jetzt heißt es wieder, wer zuerst kommt, mal zuerst. Oder wer als letztes lebt, hat gewonnen. Oder wer als erstes tot ist, hat verloren. Je nachdem.
Die kann halt wieder überall sein, gell? Oh, hier ist er da, aber guck mal. Und ich sag jetzt sogar, wenn ich sie kriege, die Jill, ich lasse sie nicht raus. Ich meine, für ihr scheiß Versteckspiel, was sie hier tun. Ich meine, ich bin dann extra so fair gewesen, hab sie am Ende nicht mal getunnelt, ne? Wo ich hätte gekonnt. Ich hätte sie ja wegknallen können, aber ich hab's nicht getan. Und deswegen, nein, sehe ich halt nicht ein, gell? Wenn sie rauskommt, ist es halt so. Wenn sie beim Sterben ums Leben kommt, ist es halt auch so. Naja. Schade. Ich komme mit der Kettensäge halt nicht klar, ne? Aber wie gesagt, ich danke euch auf jeden Fall. Ja, vorne ist er irgendwo. Irgendwo hier ist er. Oh, das kann natürlich auch bloß ein Ablenkungsmanöver sein, dass er bloß hier wie angetäuscht hat und rennt jetzt rüber. Rennt jetzt rüber zum anderen Ausgang. Vielleicht habe ich es ja auch schon gerade vollkommen übersehen, ich weiß es nicht. Ne, da ist er nicht. Okay, ich stapel sie bestimmt draußen. Die hat sich bestimmt irgendwo bloß versteckt. Oh, das schaffen wir nicht mehr, das schaffen wir nicht mehr. Dankeschön. Ja, dann, danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Na komm, geh vorbei, danke. Haut rein.